Ja, man könnte sagen, dass Sandro Schmid ist der Chefvorbereiter von Fribourg-Gottéron. 3 Assists heute Abend. Wunderschöne Goal, die er geschossen hat. Läuft er so gut, weil er so viel Selbstvertrauen hat wegen der Siegesserie oder weil er so gut eingespielt sind? Ja, vielleicht beides. Ich denke, eben, wir haben jetzt ein paar Matches nacheinander gewonnen, gut gespielt, jeder ist für andere gegangen und das hilft natürlich sehr, für den Spirit im Team hochzuhalten, weil es natürlich auch enorm hilft. In den 4 Matches vorher haben wir eigentlich sehr wenig Gegengol gekriegt. Heute jetzt 3, aber dafür 6 geschossen. So ein 6-3, ist das eigentlich noch viel mehr der Charakter von Gottéron? Ja, vielleicht schon. Ich meine, wenn dann 5-1, 5-2 ist, 4-1, 5-2 ist, ist vielleicht dann, die Luft raus im letzten Drittel. Und schade war, haben wir noch das dritte Goal bekommen. Finde ich, ist nicht so nötig gewesen. Aber denke, wenn wir vorher 6 schiessen, in den letzten Match, haben wir nicht unglaublich viel Goal geschossen. Und es ist schön, auch wieder mal Goal zu schiessen. Aber es ist immer wichtiger, auch keine zu bekommen. Danke vielmals. Merci.